sich etwas bewegt. Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiterzusuchen. Du garstige Made! Was war das? Danke. Gibt's noch irgendwelche Unbekannten? Ja, gibt's. Aber ob er uns mehr verraten kann, wer weiß. Der ist ein super Ziel. Es gab doch da so eine Kampfherausforderung. Hab ich die jetzt? Töte einen Grauk. Dann hat der Idiot eben mal ein paar Uruks ohne irgendeine Verletzung getötet. Ich habe auch schon Ghule getötet, ohne einen Kratzer davon zu tragen. Ich überlege mir, den Schmied dazu zu überreden, meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen, falls der Waldläufer auf mich raufspringen will. Das wäre bestimmt lustig. Ich frage mich, warum sich jemand die Mühe macht zu lernen, wie man ein Karagor reitet. Spar deine Energie, das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt zu suchen. Das ist unsere Chance. Meine auch. Gesundheit. Aber was ist das hier? Schalte für dieses Schwertlegende die Fähigkeit Kampfaufzehrung frei. Verstehe. Dies ist also nichts, was ich nun schon lernen sollte. Hä, waren hier nicht gerade Pfeile? Muss einen opfern. Ein Jäger, der soll die Beute in Schach halten. Würdest du bitte einfach umfallen? Das täte dir, glaube ich, am besten. Dann nicht. Mal sehen, ob denn irgendwer essen will. So, wir sind wieder etwas oben auf. Ob er aufsteigt, wenn ich den Typen hier töte? Du bist jetzt mein Ziel. Seine Uroks niedermetzeln. Wahrscheinlich viele mit Speeren und Schilden. Gelegenheit spieß ich den Waldläufer auf, bevor er mitkriegt, wie ihm geschieht. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir versuchen müssen, einen Grauk zu töten. Ja, okay. Kann man eigentlich auch schnell reisen, ohne vorher auf so eine Türme zu klettern? Bestimmt, oder?
dann wäre das hier alles ziemlich überflüssig, aber hey, lass mich doch. Macht das Ganze zumindest etwas sinnvoller, falls es nicht so sein sollte. Misch dich ein, okay. Blutrache. Räche den Tod von Malakre, indem du Zartar den Kümmerling tötest. Ist so weit im feindlichen Gebiet, das muss jetzt nicht sein. Aber hier gibt's noch so viel einzusammeln. Aber nicht jetzt. Vielleicht, wenn ich hier getötet wurde, dann können wir das versuchen. Ihr kennt doch das Spielchen, ich kann da nicht widerstehen. Also sollte ich das vielleicht nutzen, diese Ablenkung. Wenn schon mal Karagor die ganzen Schergen auseinanderreißt, dann ist vielleicht besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Annehmen. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Und dann sterbe ich durch den Häuptling. Ich würde so gerne sehen, wie einer dieser Menschen mich angreifen will. Diese Sklaven haben doch Blut weg. Keine Elbengeschosse mehr. Ich bin so tot. Ich brauche Verstärkung! Er hat ihn erwischt! Du, Mare! Das Tempo musst du beibehalten! Wenn du nicht auf meiner Klinge enden willst! Ich bin so tot. Ey, aber es war ein lustiger Versuch. Macht euch bereit, Jungs! Jetzt verstehe ich auch, warum es so wichtig ist, die Hauptmänner auszuschalten. Guck mal, hier ist unser Kümmerling. Ach du Scheiße. Die ganze Gefolgschaft ist unterwegs. Ich sehe schon. Warte, ich rieche etwas. Du kannst es nicht! Aua! Dann kann der Kampf ja losgehen! Egal, ob du beide getötet hast! Hör auf, dich zu bewegen! Zeit für dich, die Meute! Ja, kannst du nicht irgendjemand töten, der irgendwie, ich weiß nicht, schwerer bewaffnet ist? Herren schützen, Mensch töten! Du meinst es nicht, wenn uns allen aufnehmen! Kommt schon, Leute! Mach mir nicht aus den Augen! Ansonsten sterbt ihr! Zeit zu sterben! Jetzt! Fuck! Stehen bleiben! Meine ganze Gefolgschaft ist unterwegs! Ja, ich sehe schon.
Habe ich jetzt eigentlich im Kampf auf Zehren oder sowas? Tja. Funktioniert leider nicht so, wie ich dachte. Okay. Und ist vielleicht verdammt. Der wird überhaupt nicht schwächer, der Typ. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde sowas von sterben. Doch nicht. Macht euch bereit, Jungs. Auf in den Kampf. Na gut, kann der Kampf hier losgehen. Ich dachte, ich habe da irgendeine neue super Spezialattacke. Offenbar nicht. Wisst ihr eigentlich, dass ich total überrascht bin, dass wir noch leben? Ich bin zu klug für diesen Trick. So, du nervst gerade ein bisschen. So, jetzt sind es nur noch wir beide erstmal. Kann das sein? Okay, wie war das? Ach Mist, das hat sein Schild nicht zerstört. Er scheint aus mehr als aus Holz zu sein. Jetzt habe ich dich, du Bock! Nicht bewegen! Das werde schon wieder mehr, verdammt! Komm da raus! Endlich ein richtiger Kampf! Das sah so gut aus, als wir nur zu zweit waren. Zum Meucheln! Stehen bleiben! Okay, Plan B. Habt ihr das gehört? Bleib stehen! Ich glaube. Das kam jetzt aber unerwartet. Verdammt. Nein, schnell. Komm hier raus. Ich hab noch Elbengeschosse. Ich hab noch Elbengeschosse. Gut. Alter. Nein. Okay, lass ihn rennen. Ach du Scheiße. Komm schneller. Schneller! Nun lauf! Ah.
Jetzt aber. Du bist mein! Kannst du mir noch irgendwelche Informationen geben, bevor du gehst? Gut, in dem Fall nicht. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir leben noch. Geil. Ach komm, wir helfen den Leuten mal kurz. Hör auf, dich zu bewegen! Du hast gerade sowieso keine Information für mich. Dass er seine Axt verlor. Ich hab sie